Moin, hier ein Video zu Hardcore. Und zwar wird das das Video sein mit dem 70er. Oder 72? Ach komm, 72. Also, das ist das erste, was ich dann jetzt machen werde, um die Primals freizuschalten. Ich habe das komplette Mononugu-Set. Und das war's auch. Dazu natürlich den Barbier und den glotzenden Tod im Cube. Heiligen Ernter, Nemesis und Ring der Leere. Ring der Leere war so scheiße, dass ich den nicht tragen konnte. Ich habe hier zwar eine Windrose und ich habe auch in der Truhe ein Schwules Abenteuers, aber der ist auch richtig schlecht. Ich möchte den nicht rerollen mit meinen spärlichen Mats. Deswegen lasse ich das erstmal so sein. Und deswegen hier auch noch ein 66er Zusammenkunft der Elemente. Und ja, wichtig ist halt Lacumbus, dass ich die auch gekriegt habe für die Zähigkeit. So, wollen wir das auch einfach mal probieren. Bezahlen. 36, wie viel habe ich? Oh ne, lassen wir es mal sein, egal. Und dann wollen wir mal gucken. Nur zwei Steine drin. Einmal hier den esoterischen Wandel und den Verderben der Gefangenen. Der Verderben der Geschlagenen ist noch nicht auf 25. Deswegen machen wir das erstmal jetzt so. Und das ist ja auch erstmal egal. Wir wollen ja nur machen, um das zu schaffen halt, ne? Das ist das Wichtige. Ich habe immer noch keine uralte Waffe gekriegt, keinen Barbier, keinen Ernter oder Wus, den ich tragen könnte halt, ne? Also besser als den Barbier, den ich jetzt trage halt, ne? Uralte Waffe. Und echt schade, aber was soll's, der Schaden reicht allemal dafür aus. Ich bin ja auch, ich sag mal, knapp 60er gelaufen, in LOD Skillung noch, also ist das alles kein Problem, aber die Umstellung auf Mononugus bringt doch schon eine ganze Menge, ne? Also man merkt, dass es ein echter Unterschied ist beim Schaden und eben auch bei der Zähigkeit, weil man einfach den Voodoo noch mit drin hat und ja, also insgesamt ein bisschen mehr Zähigkeit stacken kann als bei LOD. So. Also die Zeit hier ist kein Problem. Schaden ist auch da. Sieht man hier, kippt alles um, nachdem ich es mit Heuschrecken angehustet habe. Ne, mit Paragon 320 ist das okay. Ich werde jetzt aber da nicht noch irgendwie ja groß irgendwelche Geschichten da aufnehmen oder sowas. Manchmal mache ich das vielleicht, also eine größere Session oder sowas, aber ich habe in letzter Zeit ein bisschen weniger aufgenommen, weil ich einfach keinen Bock hatte, das alles aufzuzeichnen und den Wolf zu labern. Deswegen kommen jetzt ab und zu immer mal ein paar Videos zu HC raus. So. Na komm. Verbindung. Aufseher ist natürlich richtig mies. Explodier doch endlich. So. Ich müsste mal nachgucken. Ich weiß es nicht, wie viel Paragon ich hatte, als ich auf Softcore der 70er gemacht habe. Und mal gucken, ob wir hier auf Hardcore was Vernünftiges finden. Auf Softcore waren das ja, ich glaube, die Jahr der Handschuhe. Somit war das jetzt nicht wirklich zu brauchen. Deswegen mal gucken, ob wir hier was Besseres finden. So ein Wus in Primal wäre doch ganz geil. Oder ein Ernter Waffe sowieso. Einer von den drei Zeremonienmessern wäre ganz nice. Aber wahrscheinlich wird es wieder nur irgendeine Schrottgeschichte sein. Also am besten wäre natürlich ein Barber mit Angriffsgeschwindigkeit und Schaden drauf. Weil den braucht man immer. Boost für Endgame vielleicht besser. Weil da eben... Oh, der hat mich geprockt. Eieiei. Oh, yeah.
Aber er ist tot. Es ist der Schulterschutz von Arachyr. Ja, toll. Super, danke. Hier, da haben wir den Verderben der Gefangenen. Hier haben wir Verderben der Geschlagenen. Den leveln wir jetzt auf. Und dann werden wir den auch irgendwann dann mit 25 nehmen. Aber irgendwann brauchen wir den halt noch nicht, weil der Schaden ist sowieso. Hm. Eins noch, dann ist es. Hier noch für den Ring. Ingeom, cool. Ingeom hatte ich schon. Ach hier, Ring der Rabante reingekommen. Na gut, ja. Ne, Ingeom hatte ich noch nicht. Neues Transmog. Ja, so sieht das aus hier. Die Schultern, oder Schultern habe ich schon mehrfach. Aber die, kann man hier dazu packen, dann hätte ich 6 und dann könnte ich das, Portal, Set-Portal. Habe ich auch schon mehrfach. Ingeom habe ich noch nicht. Hier noch ein Demo. Ey, sind hier alle anderen Sachen, nur das nicht, was ich will. Paar Ringe kriege, nö. Also, Skillung, wer das sich nochmal gerne angucken möchte, so sieht das aus. Piranhas, Pestilenz, Geistertrance, Naturgeist, Sichtum, Entrückung, das Einleid, Ritual des Vertrauens, Gefäß für den Geist, Geisterrausch. Ne? Paragon sind so verteilt, hier Max, da Max nicht den Flächenschaden, hier auf Leben gegangen, nach Widerstände und Basis, Lebensgeschwindigkeit und Rest in A. Ja, das ist 61er Windrose, bin froh, dass ich überhaupt eine Windrose habe, muss ich wahrscheinlich irgendwann umstellen, damit ich dann die Zähigkeit kriege, aber im Moment ist es erstmal egal, ich muss ja das erstmal Stein leveln. Das so weit zwischengeschoben als kleine Information. Das 70er gemacht für die Primals. Und dann wollen wir mal sehen, wie das dann in Hardcore auch weitergeht. Und dann schauen wir mal. Ne? Da ist er 24er. Den habe ich auf 52 gelevelt gehabt. Damit habe ich schon ein bisschen was geschafft gehabt. Waffe immer noch keine vernünftige. Ne? Ich habe hier zwar einen Wus. Ist aber auch nicht doll gerollt. Und den Ernter hier, der ist zwar besser, aber da oben ist halt alles richtig scheiße gerollt. Deswegen trage ich den jetzt erstmal, weil ich keinen weiteren habe. Ich habe den noch nicht gecubed. Kann man ja hier sehen, bei dem Quadrat davor, das ist nicht ausgeführt. Deswegen nur den Ernter, den habe ich schon. Sehen. Gut, bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles in die Comments rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.